Wir haben mit dem Konzeptwerk der klimapolitischen Vorhaben des Koalitionsvertrages analysiert. Insgesamt setzt die Ampel einiges an ökologischer Modernisierung um, wie zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien. Gleichzeitig werden viele Hebel nicht ausgeschöpft, um auf einen 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Denn davon ist leider auch die Ampel richtig weit entfernt. Unsere Analyse zeigt, dass weder die Klimaschutzziele ambitioniert genug sind, noch die vorgeschlagenen Maßnahmen ausreichen, um dieses ungenügende Ziel zu erreichen. Auch aus der Sicht globaler Gerechtigkeit gibt es eine riesige Lücke. Deutschlands historische Klimaschulden werden weiterhin ignoriert. Und es gibt auch keine Ansätze, aus neokolonialen Ausbeutungsverhältnissen in der Wirtschaft auszusteigen. Ökologische Modernisierung und grünes Wachstum passen in die Logik des jetzigen Wirtschaftssystems. Die Ampel will darin den Wirtschaftsstandort Deutschland begrünen, indem fossile Technologien nach und nach durch Alternativen ersetzt werden. Aber dieses Wirtschaftssystem ist zwingend darauf angewiesen, weiter zu wachsen und verbraucht so immer mehr Ressourcen aus aller Welt. Auch die Emissionen sinken so nicht konsequent genug für 1,5 Grad. Doch es geht auch nicht nur um CO2-Emissionen. Auch andere planetare Grenzen werden erreicht und lösen neue soziale Krisen aus. Wir bräuchten eine Transformation des Wirtschaftssystems, um diese strukturellen Wachstumsabhängigkeiten zu überwinden. Denn das ist der große Unterschied zwischen einer ökologischen Modernisierung und einer wirklich klimagerechten Wirtschaft. Klimagerechtigkeit ist nichts, das Regierungen einfach umsetzen. Für Klimagerechtigkeit brauchen wir eine grundlegend andere Art des Wirtschaftens und der gesellschaftlichen Organisierung. Wir suchen nach Hebeln, um den Rahmen des Möglichen zu verschieben und alternative Maßnahmen ins Spiel zu bringen. Deshalb finden wir es wichtig, aus der Perspektive sozialer Bewegungen zu schauen, wo wir mit der Ampel eigentlich stehen. Im Koalitionsvertrag stehen ja erstmal nur Ankündigungen und Versprechungen, manche davon eher vage und manche schon konkreter. Wir schauen in unserer Analyse, wo wir darin Ansatzpunkte und Konfliktthemen für die nächsten Jahre sehen. Denn unser Ziel bleibt Klimagerechtigkeit.